So Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part haben wir die Mülldeponie gerockt und in dem Part geht's wieder zur Kampffelsengalaxie. Der gleiche Stern wie letztens. Schleich dich in die Riesenfestung. Diesmal kriegen wir es hin, würde ich sagen. Ja. Mehr will ich gar nicht so sagen. Let's go. Here we go. So, überspringen wir mal. Auch wenn ich das nicht wirklich mag, wenn man Sachen überspringt hier in Luigi Galaxy, da die Parts ja so oder so recht kurz sind, aber das haben wir ja alles im letzten Part schon gesehen. Das, meine Freunde, war Skill. Und weiter geht's. Here we go. Hier war der Gourmet-Luma und ab jetzt ist wieder alles neu, Freunde. Wir schnappen uns, also für euch ist wahrscheinlich alles neu, außer ihr habt das Spiel selbst oder schon gesehen. Das weiß natürlich nur der gute Heinrich, ansonsten weiß das niemand. Ja, recht chillig, einfach hier den Luma mit Hilfe, der Hilfe schreit, befreien und dann ansprechen. Danke, das ist für dich Verwandlung. Ja, und dann geht's auch schon direkt weiter, ohne Wenn und Aber. Was auch über das hier ist. Oh, chillige Musik. Ich liebe chillige Mucke. Wer liebt von euch nicht chillige Mucke? Ich mag chillige Mucke. Ja. Mein Gesprächsstoff geht aus. Aber Luigi Galaxy, ich habe so Bock auf Aufnehmen gerade. Und da sind wir, glaube ich, auch schon in der Riesenfestung. Ist das nicht die altbekannte Riesenfestung, Freunde? Na doch, das ist die, Freunde. Hä? Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass man da nicht hoch kann. Ah, okay, ja. Gut. Sternsplitter haben wir ja nicht genug. Naja, wir haben den Gourmet-Luma gefunden wieder, Freunde. Und was ist das? Ein Luma. Gut. Ich bräuchte eine... auf Stichwort. einen Bobomb. Der mir hier einfach mal die Kanone freisprengt aus Super Mario 64. Und ich skill natürlich wieder so übelst, ne? Egal. Wir haben 5 Leben noch. Hier. Einmal durch den Luma durch. Und dasselbe, das wiederholen wir. Ja. Boah, ich skill, Freunde, ich skill. Dasselbe wiederholen wir jetzt auf der Seite hier. Komm, flieg, flieg, flieg. Ah, schade. Leider vorbei. Naja. Stoop. Jetzt haben wir ihn. Und er verwandelt sich in einen Sternring und da schub ich einfach direkt und like Kirby's Fun Pack geht alles in die Luft. Gut, jetzt kommt was klein bisschen Nerviges, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber I think so. Wir schnappen uns nämlich hier eine Bobomb und müssen dann, ja, verkacken. Genau. Genau so, nicht wahr? Naja, war klar, es nicht auf Anhieb klappt. Naja, aber Second Try wird's doch bestimmt, ne? So. Dann rennen wir los, ne? Das war der eine Treffer, der mir das ruiniert hat. Ja, aber jetzt. Jetzt haben wir es doch ganz chillig geschafft. Und mit der Kanone geht's jetzt auch schon zum Stern. Here we go. Wer das hier verkackt, ist dumm. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Part. Also, das geht gerade fix von der Hand, ne, Freunde? Und jetzt fehlen auch nur noch 100 Sterne. Da wir 121 sammeln müssen mit Luigi für die 100%. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, meine Freunde. Und tschüss.